Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich habe heute etwas länger geschlafen, deshalb kommt das Shop-Video erst so spät. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich trotzdem, wenn es so sein sollte und ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in den Kommentare. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an. Dort haben wir heute den Mobster-Skin wieder zurück. Der war, glaube ich, schon relativ lange tatsächlich wieder nicht im Shop. Hier haben wir einmal den Standard-Stil, dann den Festlich-Stil und dann noch den Miliz-Stil. Dazu gibt es dann die Hundetasche als Backpack, muss man sich allerdings extra kaufen. Dann gibt es die Kauknochen-Spitzhacke und dann die Wurf-Lackierung. Als nächstes haben wir dann hier den Hasenwolf-Skin, einmal mit dem Reaktiv-Stil, dem Neon-Hasen-Stil und dem Neon-Wolf-Stil. Dazu haben wir natürlich auch noch Backpacks, genau im gleichen, genau den gleichen Varianten. Und beim Reaktivstil ändert er eben halt den Stil zwischen dem Wolfstil und dem Hasenstil. Und das Ganze eben halt, je nachdem, ob man die Spitzhacke oder die Waffe ausgewählt hat. Genau das gleiche beim Lömer. Hier wechselt das eben halt zwischen dem Neon-Lama und dem Neon-Löwenstil. Und dazu gibt es dann noch die Neon-Tier-Lackierung. Sieht auf jeden Fall auch ganz nice aus. Dann haben wir hier als nächstes noch den Omen-Skin mit der Orakel-Acke. Dann den Dynamo-Skin. Als nächstes haben wir dann noch die wilde Schneide als Spitzhacke. Dann noch den Lass es regnen-Emote. Dann als nächstes den Noir-Skin. Ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir in dieser Season fast alle Skins aus Season 4 wieder zurück hatten. Sonst war es ja so, dass die relativ selten waren und irgendwie diese Season waren fast alle wieder drin. Ich glaube, das war ja auch so, dass in den Teasern zu Season 2 das Symbol aus Season 4 geleakt wurde, beziehungsweise in den Teasern eben halt war. Und deshalb haben wir jetzt wahrscheinlich eben halt alle Skins tatsächlich davon bekommen. Dann als nächstes noch den Showstopper-Emote. War auch schon ziemlich lange nicht im Shop und als letztes konzentriert. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.